So, schauen wir mal weiter hier, wie das aussieht. Immer So, jetzt muss ich mal aufpassen hier. Irgendwie alles sehr eng. Ja, aber ich komme hier wunderbar durch. Ja, muss ich mal gucken, wo man hier so am besten hin. Ja, da ist natürlich wenig Platz. Und hier, da muss ich Helferchen versuchen zu nehmen. So. Und jetzt kann ich hier wieder vorfahren. Und das Gleiche mache ich jetzt gleich mal auf der anderen Seite. Bevor ich, so, und jetzt wieder ein Stückchen vorfahren. So, kann ich den anderen Hebel auf der anderen Seite nehmen. Und jetzt muss ich mal gucken, wo man das am besten drunter setzt, damit das auch so funktioniert, wie ich mir das denke. So, das liegt natürlich daran, dass der hier nicht so einen Unterbau hat. Dass die nicht so einen Unterbau haben wie die wie normales Fahrzeug, sondern ja, diese Skipplatte und die Vierlink-Aufhängung. Also wahrscheinlich ein normaler Tourenwagen würde wahrscheinlich hier so perfekt drunter passen. Ja, und wir gucken, ich gucke jetzt mal. Mal sehen, was passiert. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, ja, ich gehe mal ein Stück hoch. Dup, hier. Ja, von hier sehe ich es jetzt besser. Mal gucken. Ja, kommt aber schön aus der Feder raus. So, schauen wir mal weiter hier, wie das aussieht. Immer schön von vorne drauf drücken. Ich bin auf die Links gekommen. Aber ich glaube, das macht jetzt hier nicht. Ich könnte den mal ganz hochfahren. Und dann seht ihr, wo ich stehe. Ups. Ja, jetzt sitzt er hier. Und. Ja, kann aber gut. Wackeln da oben und sitzt gut drauf. So, jetzt kann man hier. Ne? Also, steht ja wirklich stabil das Ganze. Ich hoffe, man sieht es ja. Hier vorne, hinten, also genauso wie es sein sollte. Jetzt kann man an den hier die Schrauben lösen, also die Räder lösen, die Karosserie abmachen, alles kein Problem. Wenn ich hier ausschalte, gehen die zwei LEDs aus und dann passiert hier gar nichts mehr. Und dann schalte ich wieder ein und dann kann ich das Fahrzeug nach unten fahren. Einfacher Knopfdruck, besser geht's nicht. Ja, gefühlt, ich würde jetzt mal so sagen, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, jetzt geht er schön in die Feder rein. Es sieht doch cool aus, ha? Ah, jetzt hängt er. Da muss man vielleicht drauf achten, wenn er nach unten geht. Mal gucken, wo er, ach, hier. Ja, dass sich hier am Link verkeilt. Also da nochmal beim drunter setzen, darauf achten, wo man genau hinsetzt. Gefühlt 20 Sekunden ungefähr, bis es hoch und runter geht. Ja, ansonsten, man kann hier natürlich super drunter fahren. Und dann schauen wir mal. So, und wenn ihr fertig seid. Dann geht es hier ab. Aber auch wieder ganz leicht nach vorne fahren. Weil wir müssen ja jetzt hier wieder die gelben Arme zur Seite drücken. So, und reinschieben. Und auf der Rückseite geht das genauso. Dann komme ich nicht so hin. So. Und hier an den Griffen könnt ihr das schön zur Seite drehen. So, rückwärts fahren.
Ganz vorsichtig. So. Könnt ihr den hinteren zur Seite nehmen. Auf der anderen Seite genauso. So. Und wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr hier natürlich rausfahren. Hier kommen wir noch mal näher ran an das Ganze. Hier für hoch, runter, die zwei Tasten. Dann hier einfach nur zur Optik. An der Seite. Dann hier die Arme dazu. Hier befindet sich der Ein-Ausschalter. Wo gehen wir weiter? Hier die beweglichen Arme. Hier ist der Griff zum Bewegen. Ist ja einfach nur hier simpel gelagert in so einem Kingpin. Dann kann man das hier nach außen ziehen. Zweifach. Und auf der anderen Seite ist es nur einfach. So, oben und unten, hier oben, ja, so ein Endschalter, der gleiche ist nochmal unten, den sehen wir jetzt unten überhaupt nicht, weil den habe ich jetzt hier verdeckt. Ich fahre jetzt einfach hoch damit. Hier sieht man auch, wie die Spindel arbeitet. Ich hoffe, man sieht. So, und hier dreht der Motor. Daran ist die Spindel befestigt da. Hier unten ist der eine Endschalter. Und ich gehe nach oben. Guck. Klack. Und wenn ich jetzt hier, man hört es, wenn ich hier drauf drücke, passiert gar nichts. Und dieser ist auf beiden Seiten. Also wenn ich jetzt hier das Ganze umdrehe, dann sieht man den auf der Seite genauso. Nur jetzt ist er verdeckt gewesen hier. Und unten ist der ebenfalls angebracht. Also er findet sich an allen vier Ecken. Also an unten zwei Anschläge, oben zwei Anschläge und auch hier diese Endschalter. Dass wenn einer schon unten sein sollte, was eigentlich was nicht der Fall ist, weil die ziemlich identisch sind, schon eingestellt, schon gut vorjustiert waren. Ja, dadurch tun die gleichzeitig abschalten. Falls aber doch mal einer zuerst anschlägt, dann löst entweder die eine Seite oder die andere Seite aus. Ja, das war jetzt hier dieser Autolift oder zwei Säulen von Bandpack. Über RC4WD, ja, könnt ihr über alle Händler beziehen. Preis habe ich jetzt nicht im Kopf. Schaut einfach mal auf die Website, beziehungsweise ich stelle einen Link rein oder eben ich stelle den Preis mit rein. Ich muss da unten noch was kurz schrauben, aber dann noch vier Schrauben festzuziehen und dann bin ich fertig mit dem guten Stück.